Und willkommen zurück bei From Dust. Ja, wir sind hier in einer etwas wässrigen Wüste gelandet, aus verschiedenen Gründen. Ja, und diese Gründe werden wir dann mal näher bearbeiten. Aber soweit ich weiß, müssen wir dann hier nur noch in dieser Wüste ein zweites Dorf einnehmen. Also quasi das dritte Dorf, was ich auch gleich gefunden habe. Nämlich... Achso, doch haben wir eigentlich schon alles eingenommen. Haha. Ja. Das ist alles bewachsen. Also eigentlich unsere einzige Aufgabe hier ist noch genau dieses Dingens hier, den Pfad weiter zu öffnen. Das sagt ihr ja auch. Ja, da können wir aber momentan noch nicht hin, weil die Wüste ist etwas wässrig. Das behindert unsere Leute etwas. Deshalb müssen wir da glatt mal Abhilfe schaffen. So, wir nehmen uns ein bisschen Erde in altgewohnter Manier. Und schütten die einfach mal hier drauf. Lupp. Sehr schön. Ich bin ja fast... Hallo? Gibst du Ruhe? Na, genau. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Ruhe hier. Ich mache hier einen Berg auf dich drauf, bis du nicht mehr gucken kannst. Ich vermute, diese Quellen sind so konzipiert, dass sie immer wieder rauskommen. Egal, was man macht. Aber mal gucken, wer hier stärker ist. Unser Sand oder diese blöde Quelle. So, Sand in Sand. Können wir zumindest mal die Dinger hier oben ausschalten, weil die stören ein bisschen. Weiß nicht, mit dem Viechchen da drin aussieht, das ungefähr aus wie Dune. Falls ihr versteht, was ich meine. Naja, die werden bestimmt keinen Spice für uns haben, deswegen machen wir einfach mal weiter, bevor wir noch in Gedanken versinken, um uns an längst vergessene Filme zu erinnern. Nö, eigentlich Dune dürfte man kennen. Kennt man doch, oder? Kennt man's? Da gab es nur noch ein paar Fortsetzungen davon und so weiter und so fort. Also eigentlich nicht so eine kleine Sache, der Film. Oder die Filme. Gab es nicht auch eine Serie dazu? Aber die Geschichte von Dune, sie ist noch nicht zu Ende. War halt so ein berühmter Satz, so. Um das auch mal gesagt zu haben. Ja, wir buddeln hier weiter Quellen zu, was eigentlich eine ziemlich blöde Idee in der Wüste ist, aber wie man sieht, werden wir dazu gezwungen. Ich kann dagegen nichts machen. So. Die Quelle ist auch hinüber. Da kommt auch Wasser rein. Ach, überall kommt hier Wasser rein. Ich dachte, ich bin in der Wüste. Nö. Auf einmal ist hier ein dicker, fetter Ozean. Mann, 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 Mann. Hier reißt was ein. So, hier ist auch kein Wasser mehr. Und leider ist die Karte nur beschränkt groß. Das heißt, ich kann hier nicht unendlich Sand wegnehmen und alles zubuddeln. Ich meine, hat man sowas schon erlebt? Eine Wüste, wo es keinen Sand gibt? Tja. So. Gut, hier wäre das Wasser soweit abgeknapst. Und jetzt haben wir hier noch einige Quellen am Start. Aber eigentlich könnte ich es mir auch ein bisschen einfacher machen. So, indem ich hier wieder Sand nehme. Das kann ich jetzt nicht vermeiden. Aber diese Objekte sind ja interaktiv. Das heißt, die kann ich auch mal kurz ein bisschen hochlagern. So. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich was vergessen habe. Ich hoffe, es kam in der Zeit zu keinen Rückkopplungen oder so ein Quatsch. Aber das soll sich jetzt mal ändern. So, genau. Klang nämlich so komisch ohne Kopfhörer. Tja, nein, falsch. Außerdem fällt mir auch gerade wieder auf, warum es komisch klingen könnte. Also nicht bei euch klingt das vermutlich alles ganz in Ordnung. Aber mir könnte es etwas komisch klingen, weil ich vermutlich mal wieder nur den linken Kanal habe. Moment. So, damit ist der rechte Kanal auch wieder da. Das ist halt immer so ein bisschen Überredungskunst mit der Technik. Aber das wird schon alles. So. Das haben wir hier nämlich einen wunderschönen Übergang. Das sieht so richtig malerisch aus quasi. Wir sind ja auch ein Maler mit unseren Krimskrams, also mit unserem Sand. Falls das noch nicht so angekommen ist. Das ist hier nämlich ein Kunstspiel, laut meiner Titulierung. Deswegen malen wir hier ein bisschen mit Sand in der Gegend rum. Was auch mal echt eine geile Idee wäre, wenn man einfach so eine große Karte hat mit Vulkanen, Sand und tralala. Aber sie geht halt nie zu Ende. So dass man die wirklich mal jahrelang in dieser Karte austoben kann. Weil ich glaube, Vulkane generieren auch neuen Sand.
nicht nur Lava, sondern die generieren auch neuen Sand, soweit ich weiß. Ja. Die sind auch ziemlich laut, die Leute, fällt mir gerade auf. So. Da könnt ihr dann auch irgendwie hier rüber. Damit ich immer Hilfe schreien muss. Hilfe, Hilfe, unser Dorf kriegt keinen Wasserschutz. Warum auch? Es sitzt auf einem Berg, es braucht keinen Wasserschutz. So. Jetzt hat sich das hoffentlich mal hier. Na, das wird ja wohl lang, ne? Oh, müsste so einen Lärm machen die ganze Zeit. Himmel. Ich habe hier nichts gegen Musik, aber andauernd und die ganze Zeit lang. Was suchst du da hinten, du Eumel? Ja. Na klar, es kommt ja auch wieder Wasser an. Sag mal, was ist das für eine verdrehte Wüste? Okay, hat es sein gelassen. Schön. Guck mal. Hier zur Belohnung. Haufen Sand. Idiot. Ich buddel hier einmal ein Loch in der Wüste, schon ist alles voller Wasser. Hat man sowas schon gesehen? Nee, ne? Achso, was mir gerade auffällt, es gibt, glaube ich, kein Dorf, was Zugang zu dem Krimskrams hier drüben hat. Außerdem spinnt die Kamera heute ein bisschen, also irgendwie ist die Maus ein bisschen blöd kalibriert. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall bewegt sie von alleine, das ist ein bisschen ungünstig. Aber egal, ich kann dagegen ansteuern, ich kann das. So, ich kann mir zur Not auch mit Pfeiltasten bewegen, haha. Weil ich bin ja Multitalent. So, machen wir hier zu. Mach mal hier auch zu. So, das heißt, hier kommt kein Wasser mehr. Das heißt, dieser ganze Fluss dürfte austrocknen. Okay. Und ich schicke jetzt einfach mal meine Leute hier rüber, bevor das hier noch alles zugeschwemmt ist. Mann. Na, aber ihr müsst doch nicht von jedem Dorf dahin rennen. Es reicht doch, wenn ein paar Leute ankommen. Ich brauche doch nur 5. Darf ich mal ordentlich zweifeln an den Leuten, an der Menschheit und insgesamt auch? Na, die haben Probleme, von denen hatte ich auch noch keine Ahnung. Also echt. Wir können da nicht hin, wir können da nicht hin. Ihr müsst da auch gar nicht hin. Ich reg mich schon viel zu sehr auf. Ich bin eigentlich ja ein gutmütiger Naturgott. Ich, ja, freue mich, wenn meine Schäfchen, meine Schafe, meine blöden Böcke sich hier prächtig vermehren und gedeihen. Das soll mich erfreuen. So. Vermutlich ist dann hier auch, bevor die da sind, der ganze Pfad wieder zugeschwemmt. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon da. So. Warum? Was tut ihr denn? Seid ihr völlig beknackt? Oh Gott, ich stelle lieber keine Fragen hier. Ich stelle keine Fragen. Insgesamt einfach nicht. Nö. Einfach Dinge hinnehmen. Einfach dazu lächeln. Ein freundliches Gesicht aufsetzen und gar nichts sagen. So, ich hoffe, ihr rafft es mal, mittlerweile hier rüber zu kommen. Also, ihr braucht da nicht hin, ihr Leute. Ihr seid von Stacheln und Wasser umgeben. Ihr müsst nirgendwo hin. Ihr könnt nirgendwo hin. Mir reichen die Leute, die dir antanzen. Ich will gar nicht mehr. Und warum wachsen jetzt mitten im Wasser Palmen? Auch sehr merkwürdig. Och, eure Probleme hätte ich gerne. Eure Probleme hätte ich gerne. Also wenn mein einziges Problem im Leben wäre, dass mir Wasser im Weg ist irgendwo, dann ja, wäre ich vermutlich bald glücklich. So. Benutze Fuß mit Sandhügel. Ihr dürft jetzt dort hochgehen. Worin besteht denn euer Hauptproblem? Warum lauft ihr weg? Hallo, dahin. Du musst nicht zurück. Danke. Das ist jetzt, entscheiden sich noch zwei Leute, dahin zu gehen und dann ist die Sache schon geritzt. Mensch. Das Wasser wird immer mehr, habe ich das Gefühl. So, wir haben eigentlich alles geschafft hier auf der Karte. Bis auf das dieses eine Dorf aus irgendeinem Grund noch immer keinen Wasserschutz hat.
Ach, weil der Typ da nicht hochkommt, dann ist mir auch egal. Oder ist mir das egal? Nein, wir sind ja freundlich. Los, mach dich auf den Weg, danke. So, jetzt können auch alle Dörfer hier Lärm machen. Verdunstung, wir können es ja mal ausprobieren. Vermutlich auf der 2, ne? Ich probiere das mal hier hinten aus. Ach je. Total der Nebel am Start, was ist denn das für ein Quatsch? Nö, will ich nicht. Alles neblig hier in der Wüste. Eine Wüste, wo alles voller Wasser ist und es neblig ist. Hat man sowas schon erlebt? Nee. Gut, bevor jetzt hier noch das totale Chaos ausbricht, würde ich sagen, wir verpissen uns mal durch den Pfad. Hui. Und wohin werden wir dieses Mal gelangen? Durch diese tiefe Höhle. Mit den komischen Statuen. Und dieses komische Loch. Das sieht ja schon sehr freundlich aus hier. Und dieses komische Loch, aus dem wir immer wieder gekrochen kommen. Um nur zu sehen, dass uns hier ziemlich viele Spitzen erwarten. Wildfeuer. Ja. Die Pulauni, deine Roma Amerika. Bebe Rapa, Menang Nafakushoma. Leputan Laida Irmaji. Daulu Zamani, Tela Menang Kushoma. Kitara Bermula Laji. Jikatidakte Nangro, Beraki. Okay. Das Feuer kann unseren Dörfern sehr gefährlich werden. Es entzündet die Umgebung in regelmäßigen Abständen. Der Baum des Wassers kann die Ausbreitung von Feuer eingrenzen, wenn er daneben platziert wird. Aber auch der Baum des Feuers hat seinen Nutzen. Wenn er sich aufheizt, verdunstet er Wasser in der Nähe. Ah ja. Okay, das sind Feuerbäume hier vermutlich. Eine Phönix. Was? Der Baum des Feuers ist eine Phönixpflanze, die regelmäßig in Flammen aufgeht und das Umland entzündet. Wie schön. Und das hier? Der Baum des Wassers nimmt sämtliches verfügbares Wasser auf und setzt es unter Hitzeeinwirkung mit einem Schlag frei. Okay. Okay. So, wir müssen mal mutig mal wieder unsere übliche Aufgabe erledigen. Die da wäre, alle Dörfer besiedeln und alles begrünen. Okay. Mal sehen. Also, wir haben hier ein Dorf. Dann haben wir hier ein Dorf und dann haben wir da ein Dorf. Können wir uns erstmal ganz gefahrlos zum ersten begeben? Eigentlich, ja. Ach so, aber nicht ganz gefahrlos, weil... Wenn der Baum sich hier entzündet, das ist ja so ein Phönixbaum, dann wird er unser Dorf abfackeln, weil der wächst ja alles runter, genauso wie der Baum. Kann ich da vorsorgen, indem ich mal ein bisschen die Wachstumsgrundlage wegnehme? Außerdem macht mir dieser grüne Knubbel da ein bisschen Sorgen. Hier wächst nichts, hier wächst nichts, hier wächst nichts. Hoffe ich doch mal. So ein bisschen Staubsaugen, wie auch immer. Ich sauge heute mal alles weg. So, das sollte hoffentlich reichen. Dann wird das schon mal sicher. Okay. Jetzt müssen wir den noch abgraben, würde ich mal sagen. Was natürlich etwas dauern kann. Okay. Naja, wir haben ja etwas Zeit. Ich glaube, das wird nichts. Ach, wenn ich wage, denn ich gewinne. So, Leute, nehmt das Dorf ein. Pam. So, kommt an. Ja, der Baum sollte euch soweit nicht schaden. Weil da ist ja nichts Brennbares drumherum. Was ist das hier eigentlich? Ups, das ist kaputt gemacht. Das sieht so witzig aus. Das sieht aus wie so eine Art Pilz, ne? Wie witzig. So, kann ich das hier eigentlich wegnehmen? Nee, ne? Nö, kann ich nicht. Also wir versuchen erstmal das erste Dorf einzunehmen, in der Hoffnung, dass es uns irgendwas bringt.
Übrigens ein sehr faszinierender Berg hier. Ich hoffe, er geht nicht in Flammen auf. Haben ja die Berge hier öfters drauf. Na gut. Unsere Leute machen sich auf den Weg zum Dorf und sind auch gleich da. Und wie das Dorf entsteht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen von From Dust. Hier sage ich erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.